Ready to rumble? Ja, waren wir hier schon? Ja. Verdammte Scheiße. Ja. Spiel 113, Hyper Olympic. Wahnsinn. Uff. Geil. Oh, das sieht ein bisschen aus wie so Nintendo Power, so von der Schrift aus. Du hast Hyper Olympic. Oh, shit. Oh, geil. Oh, geil. Ich hoffe, das ist so ein Mash-Ding. Wieso bin ich Marios anderer Bruder? Wieso mach ich die Deckerpose? Rosse. Oh, mein Arsch. Yes! Ah, ich hab den Start verfailed. Was ist mit dem Screen schon wieder los? Ja, ich bin zu schnell für den Götterkopf-Fest. Ich bin zeitig. Oh nein. Achso, war schon zu. Oh. Ich dachte, ich hätte springen müssen. Yes! So sehen Siege aus. Na, 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 na. Ich verlange eine Revenge. Longgump. Es geht noch weiter. Jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Okay, let's go. Pass auf. Ich muss erstmal herausfinden, wie es überhaupt los, geht. Los. Yes! Spring. Nice. Wie springt man? Ich glaube, ich will ja nichts verhaften, aber ich glaube im D-Pad. Ja. Ach ja? Sucky, fucky, shitty, shutter, sucker, fucker, ey, man faul. Ja, aber mit dem D-Pad, ich habe einfach nach vorne gedrückt, aber ich habe auch gedrückt gehalten, ich glaube, das war auch ein Fehler, Mann, gerade. Mal davon abgesehen, dass ich komplett versackt habe. Ich habe B gedrückt zum Springen, das war falsch. Uff, ich habe nur ganz kurz getappt. Das war aber gerade so, okay, kurzer Tap. Aber das war gerade so noch auf. Ich glaube, optimal hast du einen 45-Grad-Winkel und keinen 34-Grad-Winkel. Ah, das heißt, du kannst dann halt wirklich gedrückt haben. Go, 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 go! Oh, nein, ich hab wieder mal 30 Grad! Shit. Hot. Das Spiel macht Spaß, das ist ziemlich gut. Das ist ein Game, das kann man heutzutage noch spielen. Das ist ja irgendwie bei den ganzen NES-Games immer so ein bisschen schwieriger, noch ein Game zu finden, was du heutzutage noch zocken kannst. Aber ich glaube, das ist ganz cool. Weil es ist halt kein Mario und Sonic so nice. Ich bin viel zu früh abgesprungen. Vor lauter Angst. Was ist da los? Weltrekord oder was? Warum explodiert das nukleare Publikum? Ich habe einfach, weil meine dry Tries durch sind. Ja, mit dem kill ich jetzt, pass auf. Oh no! 80 Grad! Ja, ich bin halt kein Long Jumper, ich bin mehr so der Sprint-Typ. So dumm. Game over! Da, fuck. Also zwei Disziplinen sind Hyper Olympics. Das reicht doch. Nice. Aber das war ja. Ah, jetzt haben wir alles. Oh, scheiße. Aber gegen CPU, ich bin raus. Du bist wirklich raus, der das öde, dann resette. Der hat mich ja damit komplett rausgehauen. Dann resette. Oder? Fangen. Aber du mashst einfach. Ich hab's versucht. Von Hyper Olympic to Hyper Sports. Nice. Wow. Das finde ich ja gut, den Zwei-Spieler-Modus. Cool. Hab ich jetzt stark gedrückt? Ja. Nice. Ich habe nur nach unten gedrückt. Warum steuerst du mit dem zweiten Controller? Warte, lass mich mitmachen. Kannst du tatsächlich. Also mit dem D-Pad knallst du auf die Scheiben links und mit den Knöpfen wie auf rechts. Ja, das Spiel ist voll toll. Yes! Hast du gesehen? Jetzt bist du dran. Okay. Ah. Nice! Aber was da oben steht doch zwei Player. Stimmt. Aber da wäre wahrscheinlich eh wieder abwechselnd. Oh, fuck it. Eisclimber, wir gucken kurz rein. Yay, ich bin Pepe. Ich bin Nana Motherfucker Shit. Das ist die unzensierte Version. Haben wir Robben? Ja, ich kann Robben kloppen. Gut, geil. Oh, ich habe eine Robbe geküsst. Oh, ich auch. Das Spiel ist scheiße, aber unzensiert. Das muss ich rausschneiden. Ich tu's doch nicht. Also ja, jetzt für alle, die sich fragen, es gab halt wirklich so eine Kontroverse. Es gibt ja diesen ekelhaften Sport oder was auch immer das sein soll, wo halt Leute wirklich irgendwie auf Robbenbabys eindreschen. Ne? Das ist nicht lustig, Leute. Es ist halt wirklich nicht cool. Und daraufhin hat dann irgendwie Nintendo so ein bisschen reagiert und aus der deutschen Version von Iceclimbers halt die Robben hier entfernt, wegen, ne? Ja, aus Gründen, aus sinnvollen Gründen. Ja, und wir haben jetzt gerade einfach nur so angefangen zu lachen, um das halt mal ein bisschen zu verwirklichen, wie grausam die Welt halt einfach nur ist. Genau. Nicht, weil wir uns freuen, wenn wir irgendwas unzensiert haben hier. Oh, Joust. Joust! Ist das so ein lass es so ein Joust sein. Wir toasten jetzt. Joust, im Deutschen heißt ja Toasten, das sieht gut aus, was ist das?
Oh, das ist das. Yo, yo, I remember this game. Remember my name. Remember the game. Ja, wir sind da auf Joust unterwegs und jousten uns. Nein, das sind, glaube ich, Strauße und... Ja, wir oh, ah, hoppla. Oh nein, jetzt wird gejoustet. Oh, nice. Schöner Gedanke. Ich bin tot. Ich bin wieder da. Joust. Nice. Was ist denn? Oh mein Gott. Oh, jetzt wird Zeit angesagt, jetzt sind wir gegeneinander. Oh. Alles klar, ich gewinne das Ding. Nein, doch nicht. Wave 3. Okay. Ah. Der spawnt da einfach. Der alte Schlut. Oh mein Gott. Nio, nio, nio. Oh, jetzt Klassiker Karateka. Karateka? Oh. Boah. Ich weiß nicht, viele mögen das Game nicht. Ich feiere das persönlich richtig. Also ich finde es schon geil. Good old Karateka. Es gab ja vor Jahren mal eine Neuauflage von dem Game, ne? Echt? Für Steam. Oh. Und das ist halt auch so ähnlich. Also du läufst halt, hast halt einen festen Pfad, bis du halt zum ersten Gegner kommst. Und dann musst du halt so ein bisschen wie so ein Risen-Game natürlich wissen, wo er angreift und das Ganze dann blocken und so. Viele fanden das kacke. Ich dachte mir, ich fand das schon richtig geil. Ich, hatten wir das damals nicht auf dem Gameboy irgendwie? Oder war es DOS? DOS war das, glaube ich. Aber ich finde halt dafür die Animation auch schon ich wollte gerade sagen, cool, wie fluent die Animationen sind. Ja. Kann ich auch rennen? Kann ich wieder aus meinem Stance hier raus? Ich habe mich voll im Tor verbeugt. Du kannst halt auch taunten, so. Du kannst dich verbeugen. Willst du den nächsten eigentlich machen? Den da? Den Boss? Ja, ja, der sieht böse aus. Du kannst auch Karateka machen. Ich kann richtig Karateka. Hi-ya! 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 Ja, wo bin ich jetzt wieder? Hi-ya! 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 Und Ausfallschritt und... Und ja, und oh, oh, der ist er. Oh Gott. Geh weg. Hat er eigentlich einen Helm auf oder hat er einfach Hörner? Tja. Warte jetzt. Kommt der Headkick. Oh fuck. Mord kommt. Ja. Fuck. Vor allem dieser Kick hier, ne, den sieht man in jedem Karatefilm. Ja. Beide Arme hoch und Beine. Ja. Und er ist tot und ich an meinen Achseln, du Arsch. Sparrix macht übrigens richtig Sport, das muss ich nebenbei erwähnen. Er hat hier jetzt schon 114 Mal, glaube ich, stehe ich auf und laufe zur Konsole und resette die. Ja, du musst es ja einfach komplett immer aus dem Tisch. Also ich korrigiere, 117 Mal hast du schon durch. Uff, ey, da merke ich aber auch. Sport ohne Ende. Also im nächsten Stream bin ich einfach RIP. Loadrunner, kennst du das? Oft den Namen gehört, aber ich vergesse immer, was das für ein Game ist. Oh, sind das Bomberman-Sprites? Wow! Ich kann den Boden entfernen und das sieht wirklich aus wie Bomberman. Und die haben dich einfach weggetan. Finde ich nicht gut. Snap. Das ist einfach weggeschmiert. Also du kannst mit B den Boden entfernen, alles andere habe ich noch nicht herausgefunden. Kannst du springen? Ach, der Boden kommt wieder. Loadrunner, ladies and gentlemen. Luna Ball. Ist das ein Billardspiel? Es ist Billard, cool. Geil, ich habe ein Billard für NES. Nice. Geil. Oh, und das. Ich sehe gerade rechts oben, hast du anscheinend noch einen Power Meter. Cool. Ja, gewinn doch einfach das Spiel, oder was? Ja, ich bin halt Billard King. Also, das weißt du gar nicht, weil ich spiele auch auf Turnieren. Billard, aber halt nur für NES. Das NES Billard ist halt so schon meins, ey. Also richtiges Billard, weil ich finde so richtiges Billard ist so fett für Nerds, so, weißt du? Das war unrealistisch. Ja. Ich gewinne halt echt. Ah, den mal hier ganz leicht. Okay, das war nicht so gut. Okay, pass auf, jetzt versau ich es richtig. Ja, du musst halt, ne, die Power-Shot-Anzeige da oben ist schon sehr wichtig. Was? Nice. Komm, kannst aufhören. Stop it! Das war übrigens extrem geiler Hintergrund, so, ne? Alles Lila. Nice! Yeah! Also hast du jetzt gewonnen, oder? Bin mir nicht sicher. Du hast mehr Punkte als ich. Stage 2? Was können die denn noch? Oha! Oh, das ist ja Variation. Okay, das ist cool. Wir weichen ab von der Norm. Was? Die Bälle liegen auch völlig woanders. Also Kugeln, nicht Bälle. Ja, das ist schon... Das ist was anderes, tatsächlich. Erinnert so ein bisschen an Minigolf, finde ich. Stimmt, es hat mehr was von Minigolf als von Billard. Okay, I'll take it. Makros? Makros. To...
Ich werde gepusht. Es funktioniert nicht. Warte, ist das ein Gong? Alter, Imagination sind einfach Spotten. MB-Spieler präsentiert. Was? Das sieht nicht so aus wie... Was ist das da unten? Was hast du getan? Mach das nochmal. Ich habe einmal A gedrückt, aber ich glaube, es hat einfach so die Beine angezogen. Oh, guck mal. Oh, ich liebe das, wenn der Score kommt und geht. Ich glaube, das ist vielleicht auch broken, das Game. Ein bisschen. Ich glaube, die Cartridge kommt nicht damit zurecht, wenn Sachen auf dem Screen scrollen. Ja, ne? Ich glaube, so irgendwie, da hängt es sich immer fest. Was ist das? Ich weiß es nicht. Das war die Enterprise und weg. Ja. Aber ich finde, irgendwas hat es so, wenn so ab und zu einfach nur so der Score kommt. Ja. Ja, das Spiel ist ein Space-Shooter. Das ist so ein... Es ist Reset-würdig. Ja, ne? Finde ich auch. Was haben wir? Magic Jewelry. Oh, es ist ein Columns. Geil. Ich liebe die Farbe. Aber da sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen, ich glaube, das ist ein Bootleg. Ja, das ist. Aus dem Mega Drive-Gedöns oder so, weil ich kenne das Columns-Game aus dem Mega Drive. Ich weiß nur nicht, ob es der richtige Background ist, weil, wenn Games instant starten, dann ist, glaube ich, gut. Aber ich glaube halt nur, ne? Ich will ja nichts Falsches behaupten, weil davon läuft es eigentlich ganz gut, aber es ist doch schon. Naja. Oh, fuck, ich stehe nochmal wieder auf. Keiner von uns weiß, wie Mahjong funktioniert. Ich mache mal Mahjong 2 Player, ich überspringe 4 Player. Wenn das überhaupt für 4 Player steht. Fuck. Tea Time! Ich habe Pause gedrückt. Nice. Möchtest du einen Tee? Ist ja schon Zeit für Tee? Also ich kenne dieses eine Mahjong, wo man halt, das ist wie Memory. Aber ich glaube, das hier ist richtiges Mahjong. Was passiert hier? Oh, es wurde jetzt sortiert nach Zeichen. Hier, ich leg mal das da. Mhm. Und ich kann deine auch legen, ist ja nice. Hey, das sind meine? Nee. Das sind wohl meine? Yeah. Ich befürchte, wir gewinnen das nicht. Wenn irgendjemand da draußen weiß, wie Mahjong funktioniert, lass uns damit bitte in Ruhe. Ich muss es nicht wissen. Und, bist du mappy? Ich bin, weiß ich nicht, ob ich ready bin dafür, aber okay. Du bist mappy. Wow, 2 Spieler, wahrscheinlich im Wechsel. Ja. Ja. Was davon bist du? Ah, okay. Die Maus. Du bist dran. Jetzt pass auf. Man kann nichts machen. Ich bin drin. Der zeigt maximal einen Vogel. So den Gegner. Du kannst einfach, der zeigt die ganze Zeit einen Stinkefinger so, was hier, fuck you. Aha. Ich bin einfach durchgelaufen. Ja, auf einmal voll der Pro drin. Ja. Nice. Unbedingt. Oh, ist da los? Vorsicht, Mappy. Alter, das war richtig ehrenlos, was du gemacht hast. Nice. Das Spiel ist super scheiße. Es ist ziemlich geil, ey. Ist es das Mario Brothers Arcade-Spiel? Ich glaube ja. Nein, das ist das Arcade-Ding. Das ist das Arcade-Ding. Oh Gott, ich habe keine Air-Control. Ich auch nicht. Das ist sehr, sehr ungewohnt für ein Mario-Spiel. Oh, das ist ja stressig. Das ist richtig. Du bist scheiße in dem Spiel. Dass man keine Air-Controller hat, das regt mich halt richtig auf, ne? Das ist man ja so gar nicht gewohnt. Uff, die Combo. Geil, oder? Hast du Bock auf Milch und Nüsse? Ja, klar. Geil. Milk, my nuts. Okay, cool. Pass auf, ich zeig dir, wie man Milk nutzt. Was hat denn das mit Milch und Nüssen zu tun? Ich sehe keine Milch, keine Nüsse. Zack. Zack. Uff. Ich bin richtig gedroppt. Kleiner Hirnschaden, aber alles easy. Suck my ass. Ja! Liebe machen! Es ist. Ich weiß nicht, Spielprinzip glaube ich ein bisschen wie Donkey Kong. Also ich muss halt den ganzen Scheiß da einsammeln und dann öffnet sich das Höschen von meiner Geliebten, keine Ahnung. Das ist voll gut, das Spiel. Millipede. Wenn Centipede nicht genug ist. Warum ist er überhaupt 2 Spieler drin? Vor allen Dingen in meinem Wechsel, möchtest du eigentlich mal starten? Nein, nein, mach ruhig. Oh, es ist wie, ist das nicht wie Centipede? Ja, aber es ist Millipede. Es ist Centipede. Nein, es ist Millipede. Es ist Centipede. Masse! Sieht gut aus. Das M. Was selecten wir? Ich bin der da. Ich darf noch einen aussuchen. Ist das ein Bart? Dann nehme ich den. Ist das auch ein Bart? Dann nehme ich den. Den mit den Hörnern. Cool. Das ist Wrestling.
the fuck? Geil! Hätte der Background nicht vielleicht noch ein bisschen dunkler sein können? Uff, der Kick in deine Fresse, pass auf. Oh, was? Weißt du, scheiß auf Super Mario, Quatsch, Super Smash Brothers. Das ist der Shit. Komm! Nice! Bist du das gemacht? Weiß ich nicht. Aber du wirst nicht zu deinem Partner kommen. Doch, 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 doch. Was ist das? Power-Ups? Items? Ist meins? Was bin ich? Warum? Was bin ich? Oh Mann. Warum sehe ich so aus, als ob ich gar nicht leben möchte? Ja. Ah, du kannst mich doch nicht einfach. Ich trage eine Ritterrüstung. Hallo. Hallo. Ja, ich glitsch, ich fuß du. Ja, komm, kill mich doch. Tja. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin tot. Tja. Was machst du mit mir? Uff, uff, jetzt geht's los. Oha. Oh, ich glaube, ich muss einen Pixelfilter überlegen. Naito! Oh, oh Naito. Das klingt gut. Das klingt japanisch. Okay, du hast einen Zug gemacht. Was? Ah. Ja, warte, pass auf. Ist das nicht so ein bisschen Schach? Es ist ein bisschen Schach. Ich finde es übrigens sehr schön, dass man rechts die Kamera sieht, wie die Spieler agieren und nachdenken. Das ist voll gut. Komplette Platzverschwendung eigentlich. Was? Was? Der kann diagonal laufen? Moment, warte. Alles gut. Ja. Alles. Pass auf, mein Freund. Das habe ich verstanden. So. Es geht ja spannend weiter, Nibbles. Ich habe keine Wortwitze dazu. Uff. Das oh, ist das ein Worms-Ding? Da unten ist zwei Spielers. Dann kannst du halt nichts selecten. Oder? Nee. Eat to grow longer. Ich glaube, das heißt eat apples to evolve. Du hast da, aus dem Wort hast du grow gelesen? Echt? Jo, aber ich hab's halt aus den letzten beiden Buchstaben, also aus den letzten dreien, Entschuldigung. Also ich hab das Row gelesen, ich dachte, okay, und ich lese Eat to Grow. Okay, was survive. Was heißt Nibbles 25% dann? Wie das jetzt gerade erst ins Das Spiel ist noch nicht fertig. Ich hab Gott, ey, was war das? Ich hab grad nochmal Start gedrückt. Das war vielleicht ein Fehler. Ich liebe den Zweispieler-Modus. Es ist Snake. Nibbles ist fucking Snake. Ich will auch, aber da gab es einen Zweispieler-Modus. Ja, aber ich konnte den nicht auswählen. Ich glaube, du hättest schon gekonnt, aber ich glaube, das Game hat sie noch nicht gezeigt. Wie viele Leben habe ich denn? God fucking damn. Ich glaube, ich habe viele Leben. Ja, ich resette mal. Ja, mach mal bitte. Kennst du Ninja 1? Nee, aber 3. Ninja 2 kenne ich. Uff. Nice. Go Ninja, go Ninja, go. Go Ninja, go Ninja, go. Yes. Go Ninja, ja, jetzt läuft's. Nein, geh weg! Richtig so, töte einfach, du bist ein Ninja. Uff! Oh, 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 das war eine Wombo-Kombo. Das war voll übel. Viel Spaß beim Herausfinden, wie man springt. Kein Sinn. Ich drück eh wieder alles gleich. Du hast nur zwei Tasten hier. Aha. Mit A. Bro. Man kann runterdroppen? Ja, weil ich A gedrückt hab. Also ich musste mal noch nach oben mitdrücken. Um nach oben zu springen. Also ich muss zur Seite laufen. Oben. Ja, ich muss einfach nur zur Seite laufen. Dann A drücken. Wenn ich A gedrückt halte, droppe ich. Ja, ist, keine Ahnung. Nicht gut. In Ninja 3 sind die bestimmt besser. Die haben das Spiel bestimmt improved. Ach, ich frage mich, was mit Ninja 2 passiert ist. Tja, wir werden es nie herausfinden. Oha. Und man darf gespannt sein. Nice. Ich habe bisher nur das Spiel gestartet. Das muss ja. Oh, wow. Das sieht. Es ist die Ikari Warriors. Oh Gott. Ich weiß, ich kann solchen Spielen halt einfach nichts mehr abgewinnen. Ikari Warriors. Es gibt auch ein extrem cooles Game, das nennt sich Shock Troopers, auch von SNK. Und es spielt sich halt auch ein bisschen wie Ikari Warriors, aber ich kann es halt nach Ikari Warriors nicht mehr sehen. Es tut mir leid. Aber ich bewundere, dass wir einen simultanen Multiplayer haben. Ja, ist selten geworden, irgendwie. Oh. Ich habe mich tot getanzt. Und du auch. 133, Road Fighter. Ach, oh, mein Favorite. Road Fighter habe ich, glaube ich, im Regal stehen, tatsächlich. Ich starte einfach mit Level 2. Aha, ach, oh, das Game ist das, ja, ich kenn's. Ja. Oh. Ich stimme mal wieder auf. Okay. Super. Yes. Es ist Othello.
Oh geil, ich darf mir nicht das Feld frei aussuchen. Es wird mir vorgegeben, wo ich es wirklich setzen kann. Na gut. Ja, du musst ja, glaube ich, so nebenan. Muss ich auch, aber ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Auswahl. Also, dass ich, ein bisschen mehr Taktik. Weil ich nämlich so echt Schwierigkeiten habe, die das Feld zu bestimmen, zu steuern. Also hier geht es rum, die gegnerischen Steine einzusammeln. Oder einzufärben, und das macht man, indem man seinen neuen Stein, die Steine des Gegners zwischen seinem neuen Stein und einem alten seiner Steine einsperrt. Könntest du bitte aufhören, meine Ecksteine ständig einzufärben? Oh nein, das war super dämlich von mir. Jetzt muss ich gerade sehen, was du gemacht hast, was super dämlich war. Egal. Ja, genau, weil du jetzt nämlich die Ecke gekriegt hast. Ein Stein in der Ecke ist so viel wert. Und ich krieg den nicht. Ich kann ihn nicht in die Ecke setzen. Das ist super dämlich von mir. Das ist, du bist so Othello. Jetzt kannst du natürlich Jetzt kann ich den in die Ecke setzen. Ja. Jetzt gibt's gleich drei Stück für mich. Pling, pling, pling. Normalerweise würde ich sagen, ich gebe einen Shit auf Grafik, aber... Fick dich. Aber irgendwie fehlt mir hier einfach das gewisse Etwas. Ja, die Steine, die flippen sich nicht, die werden nur ungefärbt. Background-Musik ist halt nicht da. Ich glaube, ich habe gleich keine Steine mehr. Aber das Spiel kann sich so schnell wenden. Ja. Ja, die Reihe hole ich mir wieder. Shit. Mein Ass. Der brennt. Uff. Aber das sind immer noch 19 Steine. Ich habe nur 10. Das passt überhaupt nicht. Das sind viel mehr als 10. Scheiße ist. Okay, die Zahlen da oben, da gebe ich einen Shit drauf. Oh. Ja, ich sehe es gerade. Muss mal nachdenken hier. Lass mich mal nachdenken, auf mich anzuschreien. Ha. War nicht so gut. Oh nein, das war wirklich uncool. Was war das? Ah! Du Sohn deiner Mutter. Alter! Oh Gott! Welchen nehme ich denn jetzt? Oh Gottes Willen! Kann ich den? Ich kann nur den. Oh Gott! So viel sind das gar nicht. Ja, 24-1 G. Ja. Das war jetzt, glaube ich, so das längste Game, was wir gemacht haben, weil wir wollten unbedingt die Hotelrunde fertig machen. Aber an sich, im Prinzip, ist es halt echt ein cooles Game. Ja, aber nicht so cool wie Pac-Man. Oh Mann, ich drücke schon wieder den falschen Knopf. Nicht so cool wie Pac-Man. Pac-Man war nie cool. Es ist das Original-NES-Spiel. Kann ich direkt... skippen. Außer du möchtest eine Runde Pac-Man spielen. Naja, komm, gib mal eine Runde. Ja, weil ich habe ein ganzes Video dazu gemacht, könnt ihr ansehen. Motherfucker, let's go. Das nervt, dass du so langsam warst. Hast du von Pac-Man mal diese Tournament-Dinger gespielt? Es gibt noch mehr Pac-Man-Spiele als das? Ja, Championship Edition und so ein Shit. Nee. Das ist richtig cool. Und dann kannst du halt so richtig Speed und so ein Shit aufbauen und hast dann voll viele Geister so im Arsch. Ich bin schon mit 4 überfordert. Ach, was sag ich? Ich bin eigentlich schon mit einem überfordert. Ich bin... Okay, nice. War witzig, außer du wolltest noch nicht. Nee, ich hab, wie gesagt, ein ganzes Video schon dazu gemacht. Pinball! Ach ja. Pinball. Ich hätte es erst fast übersprungen. Ich habe ein Pinball-Spiel schon gezeigt, das nennt sich Pinbot. Und das war ziemlich cool, auch grafisch. Das hier... ist in den Anfängen der NES-Ära entstanden. Das sieht man.